Immer dieses Erleuchten. Das ist ja schon. Die legen es ja drauf an. Nimm das! Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Ich denke doch. Mr. Smiles ist, sagen wir es mal so, irgendwie schon ein Freigeist. Das ist aber nett ausgedrückt. Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass er Kleidungsvorschriften befolgt und die vollständige Uniform trägt. Und dieser Beweis wird zeigen, dass er seine Handschuhe in der Tatnacht nicht getragen hat. Oh! Nö. Was soll das? Warum werfen Sie mir diese schmierige Taschenlampe nach mir? Kann jemand bitte mal die Schokolade vom Beweis abwischen? Nischt es. Oh nein, euer Ehren, die Schokolade ist ja gerade der Beweis. Wie? Was? Mr. Smiles hat während seiner Patrouille. Während seiner Patrone. Patrouille. Tarpouille. Patrouille. Petunie. Genüsslich eine Tafel Schokolade verputzt. Deshalb ist seine. Auch in diesem bemitleidenswerten Zustand. So wie der über die Taschenlampe gesprochen hat, könnte das ja auch was anderes sein, oder? Oh. Die treue Taschenlampe. Die ihn in der Nacht, in einsamen Nächten begleitet. Über und über bedeckt mit seinen schokoladigen Fingerabdrücken. Aus diesem Grund ist ganz klar ersichtlich, dass er in jener Nacht keine Handschuhe getragen hat. Der regelbrechende, schokoladenliebende Jimmy Smiles ist nicht der Täter. Wie, wo, was? Das ist ridicolo, einfach nur lächerliche. Oh ja, Ehren, die Verteidigung schwammt von einer Möglichkeit, nicht von Fakten. Diese Zeugin als Kriminelle zu bezeichnen und das ganz ohne Beweise ist absurd. Es ist die Pflicht der Staatsanwaltschaft, alle Zweifel bezüglich der Schuld der Angeklagten zu beseitigen. Und ich habe aufgezeigt, dass es zumindest Anhaltspunkte gibt, dass die Zeugin nicht die ganze Wahrheit sagt. Der arme Aal. Einspruch! Es gibt auch, dass so viele Narrateur unschuldig nicht ist. Da hätten wir beispielsweise Bobby Badger, das Plüschtier, das ich stehlen wollte. Oh! Was ist denn jetzt los? Warum hatte Olivia gerade diesen erschrockenen Gesichtsausdruck? Staatsanwalt Blind, erklären Sie bitte dem Gericht, was das Spielzeug soll. Ist es ernsthaft ein Beweis? Dies ist das Plüschtier, das die Angeklagte in jener Nacht stehlen wollte. Siehst du es? Siehst du es? Ja. Ja? Ja, die Plakette ist noch dran. Nein, das meine ich nicht. Guck in die Textbox. Dies ist das Plüschtier... Das die Angeklagte, ja, okay. Dieses das nach dem Plüschtier wird mit einem S geschrieben. Merkt euch das. Nee, aber mir ist eben was anderes aufgefallen. Was? Das Plüschtier hat doch diese Goldplakette noch, die sie angeblich abgerissen hat. Ja. Beim Spiel. Ja, stimmt. Dafür fehlt ein Fuß. Dafür fehlt ein Fuß, ja. Au. Oh mein Gott, wer tut sowas Bestialisches? Wie kann so etwas Bestialisches passieren? Köstritzer Schwarzbier. Okay, weiter im Text. Da fehlt ja. Ein Bein! Das arme Ding. Dieses Unglück wieder vor dem armen Bobby Badger während des Kampfes zwischen der Zeugin und der Angeklagten. Der Kapitän des Frachters meldete den Schaden nach der Festnahme der Angeklagten. Wir haben einen Bobby verloren! Staatsbegräbnis. Auf jeden. Also hat Olivia Sophie dieses Plüschtier abgenommen. So, so. Das klingt einleuchtend.
Das Gericht möchte nun hören, was diese Zeugin, die Zeugin zu diesem Beweis zu sagen hat. Nun, was hat sie zu diesem Beweis zu sagen? Gar nichts. Frau Zeugin, Ihre Aussage. Eines Tages vielleicht. Oh Mann, kann die den Aal nicht weglegen? Verzeihung, Frau Zeugin, Sie wurden gebeten, auszusagen. Excusami, entschuldigen Sie, all diese gemeinen Anschuldigungen sind nicht gut für meine Magen. Oder vielleicht der ganze Fisch, den die verputzt, ist auch nicht gut für den Magen, denn... Fische sind Freunde, kein Futter. Aber Fisch schmeckt so gut mit einem... Da, gar nicht wahr. Fisch schmeckt gar nicht gut mit einem... Köstritzer Schwarzbier. Nicht alles schmeckt gut mit einem... Nein, danke. Oh, mit einem Nein, danke. Boah. Vielleicht auch mit einem Ja, danke. Ja, danke. Also, ich bin es nicht gewöhnt, dass man mich eine Lügnerin nennt. Aber bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist doch normal, dass man Sie eine Lügnerin nennt. Denn Sie sind eine. Genau. Darin ist nur dieser schmierige Anwalt schuld. Schmierig? Bin ich denn eine Schnecke? Der hat nicht so gezündet, oder? Nö. Die Zeugin kann nun aussagen. Erzählen Sie uns doch bitte, wie Sie der Angeklagten das Spielzeug abgenommen haben. Certamente! Oh, il nostro mare! Was für ein Ding? Irgendwas mehr. Was schwafelt die da? Ich verstehe kein einziges Wort. Ich schwöre, dass das Ihre letzte unverständliche Aussage sein wird. Schauen wir mal. Ich habe der Angeklagten das Plüstier abgenommen und es dann La Polizia gegeben. Als ich diese Ragazza gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass sie nicht mit unserer preziosa Fracht abhauen darf. Naturalmente habe ich ihr die Plüstier abnehmen müssen. Dabei ging das Bein kaputto. Aber es ist unmöglich, Toyota, dass ich sie mit die Stahlrohre angegriffen habe. Ich habe ja die Spielzeug mit einer Hand festgehalten. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an die Momente, als ich getroffen wurde, aber ich hatte die Plüstier zurück. Weißt du, nichts ist unmöglich, Toyota, ich such das mal als Sound raus. So, ich lobe mir Ihre Einstellung, die Fracht mit dieser Hingabe zu beschützen. Ich bin keine Profi-Wachmanne und keine Expertin. Aber ich tue, was getan werden muss. Tutto für meine Sif. Im Endeffekt hat es nichts gebracht. Dieser Bobby Badger ist zu beschädigt, um ihn noch verkaufen zu können. Dieses Spielzeug Magnifico wird in einen kleinen Betrieb in London hergestellt. Dort auf der Tower Bridge. Wir siffen sie die Themse hinunter und verteilen sie an Kinder auf dem Weg zu unserem Ziel. Hat sie die Plüschtiere vorher nicht als... bezeichnet und jetzt sind sie auf einmal... als hätten wir jemanden irgendwo bei dir im Keller eingesperrt. Haben wir ja. Hast du meinen Kellerabteil gesehen? Nein, stimmt. War ich bei dir überhaupt im Keller? Hast du einen? Ja. Also ein Abteil halt im Keller, so eine Parzelle. Ja. Da war ich bestimmt drin, ohne es zu wissen. Während ich geschlafen habe und du hast da ganz böse Sachen mit mir angestellt. Jetzt weiß ich's! Du brauchst es gar nicht leugnen! Köstritzer Schwarzbier! Ich weiß gar nicht mehr, wovon ich geredet habe.
Sind auf dem Spielzeug irgendwelche Fingerabdrücke? Es ist leider ein kuschelweiches Plüschtier. Auf solchen Oberflächen kann man keine brauchbaren Fingerabdrücke finden. Yep. So, so, das klingt einleuchtend. Sehr bedauerlich. Yep. Trotzdem akzeptiert das Gericht dieses kuschelweiche Beweisstück, denn es ist einleuchtend. Yep. gestohlenes Spielzeug zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die Verteidigung kann nun die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Kutzelweich! Mit Perwoll gewaschen. Ich habe der Angeklagten das Plüschtier abgenommen und dann La Policia gegeben. Hm? Angreifen? Erstmal? Moment! Ja. Als sie den Frachtraum betraten, hatte Sophie also dieses Spielzeug in ihren Händen. Naturalmente, ich habe sie auf frischer Tat ertappte. Sie hat versucht, es zu klauen. Glauben Sie mir doch. Also um ehrlich zu sein, sie scheint zumindest in diesem Punkt nicht zu lügen. Aber das hat Sophie. Ist sie denn ein echter Diebin? Wir wissen es nicht genau. Irgendwas aufzuheben macht einen noch lange nicht zum Dieb. Weiter im Text. Etwas anderes an ihrer Aussage kommt mir viel komischer vor. Hat die werte Verteidigung ihre Meinung über die Unschuld ihrer Mandantin endlich geändert? Frau Zeugin, fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Was haben Sie getan, nachdem Sie auf die Angeklagte gestoßen sind? Als ich diese Ragazza gesehen habe, habe ich mir gedacht, Fracht nicht abhauen darf. Ja, okay. Erst abnehmen müssen, dabei ging das Bein kaputt. Dabei ging das Bein kaputt, du, das würde ich mal angreifen. Meinst du? Okay. Moment. Ja. Warum soll es sonst kaputt gegangen sein? Wurde das Bein während des Kampfs abgerissen? Ja, ich bin deswegen schon seit 2 Wochen in Behandlung. Sieh. Es hat sich noch leichter gelöst als die Schale eines frisch gekochte Hummer. Er wurde auch mal erwähnt. Juhu! Was haben Sie? Bier oder Quatsch. Wasser und Krabbensaft. Geben Sie mir Krabbensaft. Schauen wir mal genauer hin. Das Spielzeug ist wirklich ziemlich zerbrechlich. Muss ja stümperhaft hergestellt worden sein. Hör auf, den armen Bobby Badger zu drangsalieren. Auch Plüschtiere haben Rechte. Naja, kommt drauf an. Wenn sie von Detective Gumshoe... Nee. Inspektor Gumshoe. Nee. Inspektor Gumshoe. Genau. Entworfen worden sind, dann nicht. Die Qualität ist nicht gerade die beste. Das Bein fällt ja fast schon ab, wenn man nur drauf schaut. Bla bla bla. Ach so, ich habe es der Ragazza aus den Fingern gerissen und es behalten, bis die Polizia erschienen ist. Ja. Ich denke, irgendwo müssen wir das Spielzeug oder diese Plakette präsentieren. Ich würde sagen, wir machen mal hier die Plakette. Was ist damit? Einspruch! Oh, die Musik geht weg! War's richtig? Nicht unbedingt. Miss Aldente, ich würde gern diese eine Ungereimtheit klären. Das Spielzeug, das Sie der Polizei überreicht haben. Ist es das hier? Sieh, das ist es, keine Zweifel! Oh. Es tut mir leid, aber wenn dies der Wahrheit, die Wahrheit wäre. Wenn das ist der Wahrheit! Dann würden einige Fakten keinen Sinn ergeben. Was ergibt denn bitteschön keinen Sinn? Also, wenn es um die Beine geht, dann ist diese Ragazza schuld.
das Spielzeug war zerstört, weil sie ihn nicht losgelassen hat.